Hallo liebe Zuschauer, willkommen zur Folge 4 im LS19. Wir sind hier fleißig am Ansehen, mein fleißiger Helfer und ich mit dem Schwaden gerade noch unterwegs, dass wir ein bisschen Bares in die Kasse spülen. Genau, so ist der Stand der Dinge bis jetzt. Und ich hoffe, das haut alles so hin, wie ich es geplant habe. Und ich hoffe, der zieht auch den Schwader hier hoch. Aber ich gehe mal davon aus. Sonst müssen wir halt eben immer von oben nach unten schwadern. Das Dorf, wegen den Hügeln hier meine ich. Aber es geht. Er packt. Ist halt nicht der Größte und nicht der Stärkste. Aber er packt es trotzdem. Ich hoffe, er legt da noch trotzdem Buckeln sauber auf ein Schwad. Ja, oh, da wird es ein bisschen finster. Haben wir es ja auch schon nach Mittag. Wieder ausheben. Schauen wir mal, ob wir die Kurve packen. Jawohl, easy. Easy, würde ich sagen. Da fetzt er wieder runter. Der hat das Feld hinten auch schon fast fertig. Das passt. So. Genau. Und dahin geht's. So. Bin ja gespannt, was für Mods alle für die PlayStation kommen. Ich habe vorher mal kurz drüber geschaut. Ich sage jetzt mal so, die Highlight-Mods waren jetzt nicht dabei. Wo ich sage, die muss ich haben. Am PC wird es wahrscheinlich wieder voll rund gehen und alles. Aber das wird das einzigste so ziemlich sein, wo ich denke ich mal vermissen wird auf der PlayStation. Die Mod-Vielfalt. Ja, aber das kann man nicht ändern. Es macht trotzdem Spaß. Die Grafik ist der Oberhammer. So. Kurve, sonst bleiben wir wieder hängen. So, fahren wir so rum. Dann noch einmal runter, dann haben wir es geschafft. Dann schaffen wir hoffentlich Bares in unsere Kasse rein hier. Mein Kleiner, sie. Man schwartet aber sauber, obwohl das eigentlich so uneben alles ist. So.
zusammen. Genau. Dahin geht's. Dann bringen wir es mal wieder zurück, den Schwader, und leihen uns einen Ladewagen. Dass wir es auch wegschaffen können. Bettgras. Dann schauen wir, ob wir uns gleich noch ein Feld leisten können oder nicht, ne? Würde ich mal sagen. Lass mal ein bisschen auf Felder gehen mit dem, was wir haben. Dass wir auch genügend einwirtschaften können. So. Steigen wir schnell aus. Zurückgeben. Ich brauch's nicht mehr. Fahren wir gleich daher vorne her wieder. Sattel. Ladewagen haben wir hier oben. Kleinen. 95 PS braucht der bloß. Ja, bleibt uns eh nichts anderes über. Mieten. Ja, passt. Also müsste dieser Schlepper hier eigentlich reichen dafür. Für den Strautmann. Sollte er keine Probleme kriegen. Ey. Rentner wieder angerauscht. Hey. Bin ja gespannt, wann der Fan fertig ist. Na, ich finde schön, dass man da ganze Gebiete kauft. Da müssen wir hier. So. Und los geht's. Ja, das Kurvenfahren klappt noch. Passt. Kurvenfahren klappt noch. Das gefällt mir. Ja, so viel Ertrag werden wir natürlich bei den kleinen Feldern jetzt nicht haben, dass wir zweimal voll bekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Der Kollege dreht wieder um. Das passt. Ah. Vielleicht bringen wir doch nicht dieses ganze Feld hier rein. So wie es ausschaut. Ich glaube, vorne haben wir noch ein bisschen liegen lassen. Da links im Eck liegt noch ein bisschen. Das sammeln wir noch ein, das bringen wir dann gleich direkt weg.
haben wir hier schon einiges drin. So, bringen wir es mal weg hier, ne, würde ich sagen. Dass wir mal ein bisschen Money bekommen. Spiegel so geil gemacht, Alter. 3-Karte schaut echt geil aus. Können sich manche Spiele noch eine Scheibe abschneiden hier. Dass du es so easy einstellen kannst, weil bei manchen habe ich schon nachgeschaut, da kann ich irgendwie gefühlt gar nichts einstellen. Ja, moin. Mal nachschauen, auf der Maus und Tastatur gehen, dass ich blinken kann und alles. Ah, Schilder, die fahre ich gerne zusammen. Genau, da geht's zur Scheune hinter. Forst wird auch eine interessante Sache. Ja, obwohl eher weniger, weil Frontlader ist, glaube ich, nicht so schön zum Fahren. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat, was das jetzt minus gebracht hat. Oder nicht. Kann man da rundum fahren? Anscheinend. Nee. Bringt Minus. Also das hat sich mal gar nicht rentiert. Okay, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Wissen wir da jetzt Bescheid, dann können wir den Ladewagen gleich wieder instant wegbringen und mehr Werk. Das ist natürlich schade. Aber egal, es war ja klar, das Gras ist das, was es am meisten gibt, das minderwertigste quasi ist. Soll ja nicht gedacht sein dafür, dass man Millionen macht. Musste man dann im extremen Stil anbauen, dass da was bringt. Dann lass mit, würde ich sagen, das Gemähte mal liegen. Und wenn der Rest gewachsen ist, mähen wir nochmal drüber. Dann haben wir doppelten Ertrag schon mal von der Stelle. Dann machen wir das jetzt ganz einfach so. Genau, dann haben wir einen doppelten Ertrag, vielleicht kaufen wir noch ein Feld, kommt das noch dazu und dann haben wir vielleicht wirklich auch was, sag ich mal, eine Menge beieinander, dass wir es vielleicht einsilieren oder so. Ich schaue mal dann, was der Silo kostet oder so. Entschuldige. Schauen wir mal, was der Silo dann kostet. Zustand passt, okay. Fahren wir mit dem wieder zurück an den Hof. Und tun wir parken, weil den brauchen wir jetzt dabei nicht. Die sollen noch ansehen. Und dabei plane ich mal ein bisschen so
wie es vielleicht weitergehen könnte. Oder vielleicht habt ihr auch Lust und schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Was für Ziel soll ich mir denn ins Auge fassen? Freue ich mich definitiv schon mal auf eure Kommentare. Ob man eher Tiere oder Agrar ins Auge fassen sollen, bin ich schon gespannt auf eure Kommentare. Daher sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!